doch ein bisschen, ja, schreckhaft. Aber auch nur ein bisschen. So, jetzt haben wir schon 0:08 Uhr. Alter Vater. So, es werden immer mehr und immer weniger Statuen, Kolosse, wie auch immer. Das längste war jetzt eigentlich der Weg dorthin, weil der Boss, der ging eigentlich, sag mal, recht schnell. Oh, eine neue Zwischengeschichte gibt's nicht. Nee, überhaupt nicht. Okay, wo geht's als nächstes hin? Gut, wir dürfen mal wieder in einen Wald. Dieser Altar, der ist schon. Auch wenn dieses Gehänge da eigentlich null Sinn ergibt. Vielleicht später irgendwann. Aber irgendwie tut es das eigentlich sonst nicht. Wir müssen eher in diese Richtung. Okay. Na dann. Was vielleicht auch nicht schlecht wäre, wäre irgendwie so ein Kompass. Das hätte vielleicht auch nochmal was für sich, wenn man so sagt: Hey, ich reite jetzt Richtung Norden oder Richtung Süden. Also ja, ich reite gen Süden, das geht daraus hervor. Aber einfach mal so ein weiterer Hinweis wäre vielleicht nicht schlecht. Also ich scheine auf einem guten Weg zu sein. Also ja, das Spiel ist repetitiv bezüglich dessen, dass man halt immer, sag ich mal, zum Koloss reitet, ihn besiegt. Und so weiter. Aber wer was anderes von diesem Spiel erwartet hat, der ist hier ganz klar, also liegt hier ganz klar falsch. Das ist einfach bei diesem Spiel. Reite von A nach B, besiege Koloss C und dann hat sich das nämlich. Ach, warte mal, wir können mal ganz kurz in die Statistiken schauen. Wir sind jetzt bei. So, Koloss 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, wir haben 7 Kolosse, okay. Hat er zumindest was geschafft. So. Hier scheint irgendwie wieder Gelöt rumzuliegen. Ich glaube, da käme ich nur zu anderem Gelöt hin. Wäre jetzt meine Vermutung, da komme ich zum Koloss. Wollen wir mal ganz kurz den Ausflug dahin wagen? Ich rechne jetzt nicht damit, dass dieser Umweg gigantisch ist, deswegen wir schauen mal durch. Wir schauen einfach mal lang. Mehr als falsch sein können wir eh nicht, wie gesagt. Könnte aber auch ein Weg dorthin sein. Ah. Da haben wir doch schon unsere Frage oder unsere Antwort auf die Frage. Hier könnte was sein, ne? Da auf diesem Weg liegt der Koloss. Aber haben wir hier was? Ach ja, hier. Bitte das mal ordentlich anschauen. Jetzt kannst du da dir eine Bereicherung holen. So, und weiter. Na komm. Ich sag doch, das Schlimmste an diesem Spiel ist das Pferd. Ja, wir müssen hier lang. Ich bestimme das jetzt einfach mal. Das kann eigentlich nicht anders sein. Es muss so sein, dass es hier lang geht.
Weil ich glaube, diese Schreine oder sowas, um das anzubeten, die erhöhen einfach die Ausdauer. Aber da einen ja keiner antwortet, weiß ich das nicht. Gut, wer soll auch antworten, ist die andere Frage. Na komm, weiter. Ja, ich glaube, ich muss hier einmal rumreiten, um dann dorthin zu kommen, wo ich eigentlich hin will. So, und jetzt müssen wir hier aber rechts rum irgendwo. Nein! Ja, ich weiß, du wolltest verhindern, dass du gegen den Fels rennst. Das ist auch sehr vorbildlich, aber nein, ich muss trotzdem da lang. So, ich habe jetzt nur die Vermutung. Die Taschenlampe sagt, ich muss in die Richtung. Gut, dann halten wir uns mal mehr auf diesem Wege. Also jetzt wieder nach rechts abbiegen. Ja! Muss man auch nicht machen. Auch in Ordnung. Ich habe das... Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ich irgendwo herumreite, wo ich gleich noch rauf kann. Also zumindest laut Karte gibt es... gibt mir diese... Moment, diese Karte gibt mir zumindest den Hinweis darauf, dass es so sein könnte. Sicher bin ich mir natürlich nicht so ganz, aber... Es könnte sein. Weil die Taschenlampe mir immer sagt, ich muss in diese Richtung. Ich versuch's. Scheint richtig zu sein. Oder auch nicht. Nee, du... Hoch. Das war jetzt nicht intended. Nein, rauf. Kommst du zurück? Danke. Zurück auf den Rücken des Ponys. Ja, man ist echt verwöhnt. Ich meine, bei einem Autorennspiel, da weiß ich, dass ich dann den Hebel drücken muss, um zu beschleunigen und so weiter. Aber in einem Spiel wie diesem ist es halt echt komisch. Und jetzt stellt sich mir die Frage, war ich hier schon oder noch nicht? Es sieht nicht so aus. Nicht langsamer werden! Weiter geradeaus! Spiel, ich hätte dir schon gesagt, wenn du langsamer werden darfst. Nämlich jetzt. Damit ich hier nämlich absteigen kann. Ah, können wir hier nämlich nochmal beten. Ich war nicht nah genug dran. Okay, gut. Dass die Gebete vielleicht nicht aus 3 Kilometern Entfernung erhört werden, erscheint mir logisch. Aber alles andere war... Oder bin ich jetzt im Kreis geritten? Okay. Mich plagt die Vermutung, ich bin jetzt in einen riesigen Kreis geritten. Schön, dass ich das auch mal hinbekommen habe. Also sprich, wir müssen mal hier die Gegebenheiten untersuchen. Und ich glaube, ich habe es auch schon gefunden, wo es reingeht. Ah ja, ja. Das sieht doch brauchbar aus. Aber eigentlich tun einem die Kolosse leid. Da freuen die sich, dass mal Besuch kommt. Und dann wird man da brutal angegriffen. Wie bei kleinen Streamern. Man freut sich, dass mal jemand vorbeischaut und dann wird aber nichts geschrieben. Achso, hier lang. Schön, dass du mich da automatisch leitest. Also im Prinzip kann ich hier fast auf Autopilot stellen. Auch nice. Hier kann praktisch gar nichts beim Reiten passieren. Was wiederum den Vorteil hat, dass du einfach mal diese Landschaft genießen kannst. So, wo komme ich jetzt hier raus? Bei Wasser. Wasser wirkt schon mal gut, ja. Das da drüben wirkt aber auch noch
Ich glaube, ich muss jetzt eh absteigen, weil es hier nicht wirklich weitergehen wird mit dem Pony. So ist dem auch. Ja toll, ich will jetzt wissen, bin ich jetzt hier richtig beim Koloss oder... Oder was ist jetzt hier los? Ist das eine Schildkröte? Ich sehe es von hier aus schlecht, aber... Nee, ist ein ganz normaler Fisch. Manche, die jetzt gut sehen, werden sich fragen, wie kommt ihr darauf, dass das eine Schildkröte sein könnte? Fragt mich nicht. Fragt mich echt nicht. Meine Augen spielen mir da manchmal echt wirklich einen Streich. So. Aber cool, dass auf jeden Fall Fische da durchschwimmen. So, was erwartet mich jetzt hier? Ein Hinweis auf... Ein Hinweis auf... ja... Auf diesen Gang hier runter, nehme ich an. Einfach mal runterspringen. Erinnert mich vom... vom Flair und von dieser Umgebung ein bisschen an Uncharted, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, das sieht gut aus. Lass mich raten, ich muss hier vielleicht ein bisschen klettern. Auch wenn es mich immer wieder wundert, wie die Charaktere es hinbekommen, so weit nach oben zu springen. So. Ich denke mal, das sollte jetzt eine Mini-Geschicklichkeitspassage sein. Einfach nur, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Aber sonderlich komplex sind die nicht. Darauf legt das Spiel auch nicht diesen Wert, sondern es legt einfach diesen Wert auf diese Kämpfe gegen diese Kolosse. So. Und ich denke mal... Es kündigt sich an. Jetzt heißt es nur noch, irgendwie da runterkommen. Schön, dass du mir anzeigst, wo das ist. Bloß da runterrollen. Das bringt schon mal nicht viel. Warum sollte das auch Sinn ergeben? Das lasse ich auch mal lieber, darunter zu springen. Aber hey! Hier gibt es eine Treppe. Geht die... Ah ja, die geht hier rum. Gut. Ich wollte jetzt nämlich gerade vermuten, ob es hier einfach so runter geht. Nein, geht es nicht. Wahrscheinlich darf ich jetzt wieder rumlaufen. Und wenn ich dann herumgelaufen bin... Nein, okay. These widerlegt. Ich darf jetzt hier hinunter. Hier geht es dann weiter. Bevor ich die nächste Treppe wahrscheinlich aussuchen darf. Nein! Okay. Das war jetzt eigentlich nicht so intended. Die Musik nimmt schon an Dramatik zu. Das ist sehr gut zu wissen. Was willst du mir aber damit sagen? Okay, schön, dass du auch Wände hochklettern kannst. Was soll mir das jetzt aber sagen? Da ich vielleicht einen Bogen brauche? Oh, hi. Da soll ich vielleicht rausgehen, das wirkt wie Gift. Ich sollte vielleicht auch ein bisschen schneller sein. Wo ist der denn? Da oben, ne? Ich schieße einfach mal drauf. Bringt mir nur gerade nichts, wenn der da oben hängt. So. Ah, okay. Gut, ich werde wahrscheinlich hier immer so ein bisschen damit arbeiten müssen, da irgendwie durchzukommen.
jetzt wäre der Fuß perfekt gewesen. So, kann ich aber was machen? Nee, ne? Also ich weiß nicht, was das bewirkt, aber für irgendwas muss es ja gut sein. Ich kann mir gerade keinen Reim darauf machen, aber irgendwann wird eh der Hinweis kommen. Aua. So, da mal rangezielt. Ach so, ich habe den jetzt damit runtergeworfen. Okay. Bringt nur was. Irgendwie nicht viel. Ich glaube, ich muss einfach runter. Vielleicht muss ich auch wirklich komplett runtergehen und ihn versuchen von unten, also da zu treffen, damit er dann nämlich auch runterfällt. Das könnte gut möglich sein. Er kann sich zumindest aufrichten. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Aber ich verbiete es dir. Oh, halt. Ganz schnell weg hier. Und ausweichen. Bringt das hier unten nichts? Es hat zumindest so den Anschein. Also ich habe ja schon kapiert, ich muss irgendwie ihn an den Bein schießen oder treffen. So, was ist jetzt aber seine Schwachstelle? Die ist da irgendwo. Aua. Könntest du bitte... Schön, dass du auch wieder aufstehen kannst. Nein! Ich muss hier weg. Lass mich doch bitte aufstehen. Hallo! Steh auf! Schnell weg. Danke. Ich kann nur versuchen, was... Okay, die Pfeile, die stecken da sogar drin. Das ist sehr cool. Ja, jetzt dürfen wir uns hier stundenlang dieses tolle Geräusch anhören. Ja, schnell ausweichen. Nee, das führt irgendwie nicht zum gewünschten Erfolg. Was passiert denn, wenn ich jetzt wieder hier hinein stolziere? Irgendwie noch nicht allzu viel, ne? Das war jetzt Glück. Okay, es ist Gift. Alles klar. Ja, erneut versuchen, bitte. Also den schaffe ich heute auf jeden Fall noch. Komm. Also ich glaube ja, die Schwachstelle ist auf dem Bauch. Ah, wie man den genau besiegt, ist ja keine Ahnung. Ich sollte vielleicht doch mal schon den Bogen ausstatten. Das wäre nicht allzu verkehrt. So. Könntest du bitte aufhören, gegen den Stein zu schießen, sondern einfach. Ja. Wie soll das bitte funktionieren? Warte, wo ist das Getier? Warte, schnell die andere Seite oder das da unten.
Okay. Das war vielleicht ganz schön blöd. Aber man kann ja auch einen Hard Mode spielen. Einen selbstgebauten. Warum denn auch nicht, ne? Also es muss irgendwo auf dem Bauch diese Schwachstelle sein. Nee, das funktioniert auch nicht. So, irgendeine Tür muss ja dann, sag ich mal, dafür zuständig sein. Nee, du verlierst echt dadurch Leben. Muss man echt aufpassen. Vielleicht nur eine Etage höher. Das könnte ja schon ausreichen. Dann kann man nämlich schnell, recht schnell runter. Ich muss jetzt nur wissen, wo das Vieh ist. So, es scheint mir bisher nichts anzuhaben. Aber das ist auch in Ordnung so. Okay, jetzt kann mir doch was anhaben. Das Gift reicht also doch weiter als gedacht. Ja, bloß ich kann ja nicht von oben runterspringen. Das funktioniert nicht. Ah! New Game Mechanics. Man kann, und das ist das Schöne, Zwischensequenzen überspringen. Hier in diesem Fall, indem man eine Taste gedrückt hält. Bei manchen ist es dann gedrückt halt und dann noch was anderes drücken oder so. Nein! Das war jetzt echt risikoreich. Da bin ich, genau. Schnell weg. Dieses Gift, das tut uns doch nicht gut. Haben wir jetzt schon ein paar Mal herausgefunden. Lassen wir lieber. So, eine Etage weiter runter. Gucken wir mal, was wir hier anrichten können. Ja, das ist schon mal gut. Nein, nicht runterfallen. Warte mal, der müsste ja jetzt auf dem Bauch liegen, ne? Ja, gut. War schon blöd, ne? Stört ihn irgendwie überhaupt nicht. Ist aber auch okay. So, wieder ein bisschen nach oben. Ja, dieses Runterfallen war ein bisschen zwecklos. Muss man auch so sagen. Ah, ich verpiese mich lieber ein bisschen. Es ist komisch, dass man bei solch Spiel nicht im Laufen schießen kann. Ja, komm nach oben. Und zack. Nicht? Okay, vielleicht kann ich ja immer noch so weiter ärgern. Ernsthaft, Spiel? Ich wollte schon sagen, wieso kann ich das Bein nicht treffen? So, und jetzt muss es ja irgendwo eine Stelle geben. Drauf! So, zack. Ja, das... Okay. Okay, okay, okay. Ich meine es verstanden zu haben. Also, sprich, wir müssen jetzt hier raufrennen. Ich versuche jetzt wieder auf den Bogen zu wechseln. Und dadurch kann ich versuchen, den wieder darunter fallen zu lassen. Muss nur die offene Stelle finden.
Wo ist die? Hier. Wartet. Ach, der ist gerade da unten. Hier oben bin ich. So, einmal bitte. Nee, ich entferne mich davon lieber. Liebes Insekt, schön, dass ich dich im Augenwinkel sehen konnte. Und runter mit dir. Ja gut, das bisschen Schaden nehmen wir im Kauf. Nehmen wir in Kauf. Rauf! Rauf! Nein, rauf! Was soll das? Ey, du musstest rauf! Was war denn das? Du solltest einfach nur rauf! Das hast du doch vorhin auch so hinbekommen. Nun, okay. So, du stehst hier unten irgendwo. Ah, lieber weg hier. Ja, ich sag doch, das richtet dann schon gut Schaden an, irgendwann. Ich wäre nur sehr erfreut, wenn er dann doch hochklettere. Das ist... Okay, nee, ist schon richtig. So, jetzt aber, komm. Okay, jetzt klettert er hoch. Jetzt versucht er... So, jetzt aber, komm. Jetzt haben wir direkt das hier vor uns. Und rein damit. Und nochmal, komm. Und nochmal, komm. Okay, das nächste Mal ist das ein anderer Schwachpunkt. Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. So schwierig sollte es jetzt nicht mehr sein. Wir wechseln jetzt auf den Bogen wieder. Jetzt versuche ich, dass er wieder darauf klettert. Irgendwie muss es ja gelingen. Wow! Wow! Etwas, womit ich jetzt nicht gerechnet hatte. Ah, da bist du ja schon wieder. Nein, weg. Okay. Glaub einfach weiterhin, ich bin da oben. Ja, komm, runter, 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 runter. Nein, ernsthaft. Okay, ich weiß jetzt, wie es geht. Jetzt schaffen wir den. Jetzt weiß ich, wie der funktioniert. So, wir wissen, wie das geht. Wir rennen gleich ein paar Etagen nach unten. Weil es lohnt sich da nicht, sag ich mal, nur die, also hier oben zu bleiben. Das bringt es irgendwie überhaupt nicht. So, ich rüste schon mal wieder den Bogen aus und dann schaffen wir das jetzt. Jetzt machen wir es richtig. So, eine Etage müssen wir noch runter und dann haben wir's. Wäre aber durchaus möglich gewesen. Naja gut. Wäre, war es aber nicht. Sonst hätte ich es ja geschafft.
So, sind wir jetzt auf der untersten Ebene? Sehr gut. Dann muss ich jetzt nur die offene Stelle finden. Okay, der wird da hochkommen. Sehr gut, dann gehen wir nämlich auf diese Seite rüber. War das jetzt nicht getroffen? Okay. So, Bein ist getroffen. Dich treffen wir auch. So, und jetzt aber richtig auf das Vieh drauf, bitte. So, wo ist jetzt die Schwachstelle? Hallo? Okay. Man müsste natürlich auch das Schwert ausrüsten. Gut, das war jetzt... Ja, komm. Das war ja jetzt... ein suboptimaler Anfang. Aber das kriegt man hin. Also, wieder auf Etage 1 hoch. Ja, aber die Bosse sind ja fair gestaltet. Also von daher, alles im Griff. Ja, ich bin hier drüben. Du müsstest dann schon raufkommen, ne? Weißt du Bescheid? Ich distanziere mich nur lieber erstmal, weil das Gift, wie gesagt, sehr unangenehm wird. Ich habe aber die Vermutung, dass er jetzt schon Richtung Wand geht. Aber ich höre ihn jetzt links. Ah! Hör auf, dein Bein zu bewegen. Hallo? Ich muss es treffen. Und jetzt noch das obere. Runter, runter. So, schon mal Schwert ausrüsten. Nein. Und rein da. Und nochmal. Und alle guten Dinge sind drei, komm. Okay, gut. Machen wir nächste Runde. So, wieder hoch. Schwert wechseln. Nämlich zum Bogen. Wo komme ich hier raus? Wo komme ich hier raus? Das macht Schaden. So, Etage Nummer 1. Komm. So, ich glaube jetzt, dass ich das jetzt schaffe. Komm, ihr glaubt, dass ich das jetzt auch schaffe, oder? Strawpool. Schaffe ich es oder wird es The Francine schaffen oder nicht? Das ist die essentielle Frage. Es sei denn, der lernt noch dazu, ne? Ja, ich bin hier drüben, komm. Trau dich! Trau dich, rauf zu klettern! Komm! So haben wir es doch gern. So, schon mal Schwert ausrüsten. Da nehme ich auch gerne ein bisschen Schaden auf mich. Und rein hier! Und komm nochmal! Und wir haben es! Gut! Nachdem wir die Taktik verstanden haben, ging es. Nun gut. Diesen Ruf hat man aber sonst nicht. Das muss was heißen.
Kriegt man da nicht langsam Kopfschmerzen, immer da zu liegen? Zumindest mal ein bisschen Zwischensequenz gehabt. Na gut, dann haben wir das aber soweit erstmal. So, dann gehen wir nochmal auf Statistik. Und schauen jetzt nochmal, wie viele Kolosse wir jetzt haben. Ein Sieg, ein Sieg, ein Sieg. Okay, wir haben 8 Kolosse und es gibt insgesamt 16. Gut, haben wir schon mal die erste Hälfte geschafft. Damit ist doch schon mal geholfen. So, jetzt werden wir nochmal manuell nachspeichern. Shadow of the Colossus, genau. 8 besiegt. Ja, möchte ich nochmal manuell überspeichern. Weil dann kann ich jetzt nämlich den Stream beenden. Ja, wir haben es immerhin kurz vor 1. Ja, waren trotzdem 4 Stunden oder so. Ich guck nochmal. Ja, über 4 Stunden schon wieder. Alles Kärchen. Ja, dann machen wir jetzt einfach den Stream aus. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Also haut rein. Ciao.